Und zwar passiert hier gerade in Deutschland auch eine Situation, die wir auch in den letzten Jahren schon mal hatten. Man macht nämlich gerade den Menschen Angst. Das hatten wir gestern wunderbar mit den Grünen gesehen. Man macht eine Klima... Bleiben Sie mal ganz entspannt. Ich erzähle Ihnen gleich mal die historischen Zusammenhänge. Was hier gerade passiert, ist Folgendes. Man macht den Menschen Angst, indem man eine vermeintliche... Herr Redlich, indem man eine... Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Indem man eine vermeintliche Klimaapokalypse an den Horizont skizziert und den Menschen das Gefühl gibt, dass sie das bald mit ihrem Leben bezahlen werden. Genau das Gleiche hatten wir für 2 Jahre, Herr Cosmi, als man den Menschen erzählt hat, Corona. Und das hat dazu geführt, dass Menschen Dinge getan haben, die sie bei klarem Verstandes niemals gemacht hätten. Wer hätte denn freiwillig mit einer Maske allein im Auto gesessen oder wäre joggen gegangen mit einer Maske im Wald? Das haben Menschen gemacht, weil sie ihnen Angst gemacht haben. Und genau diese Parallelen passieren jetzt gerade mit der Klimaideologie. Man macht den Menschen Angst, indem man eine vermeintliche Apokalypse an den Horizont skizziert. Und das führt dazu, dass Menschen Dinge tun, die sie so nie gemacht hätten. Und sie nutzen das ganz, ganz perfide aus. Und wie nutzen sie das aus? Und jetzt bin ich auch schon beim Thema, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das nutzen sie... Das nutzen sie damit aus, indem sie eine Klimasteuer nach der anderen einführen und die Menschen das einfach so hinnehmen, weil sie der Meinung sind, damit das Weltklima zu retten. Und das möchte ich heute, und das ist jetzt auch der Kern dieser Debatte, an 2 Zahlen festmachen. Kaum jemand in diesem Land spricht darüber, aber es steht uns allen bevor. Ab dem 1.12.23 nämlich erhöht sich in diesem Land die Lkw-Maut um sage und schreibe 85%. 85%, niemand spricht darüber. Ab 24 nicht mehr 7,5 Tonner, sondern auch 3,5 Tonner. Und wer irgendwie Ahnung hat, wie unsere Volkswirtschaft funktioniert, wie unser Mittelstand funktioniert, wie die Handwerksbetriebe funktionieren, weiß, welche Auswirkungen das für jeden Bereich dieser Gesellschaft haben wird. Das sind gigantische Kosten, vor denen wir hier stehen. Und was passiert, Herr Striegel? Ich weiß, dass Sie das nicht wissen, aber das wird umgelegt, Herr Striegel. Ein Unternehmer legt sowas um. Und zwar werden wir alle unterm Strich dafür bezahlen, Herr Striegel. Wir alle werden im Supermarkt genau dafür bezahlen müssen. Und es gibt noch einen zweiten Kostenhammer, der uns bevorsteht. Neben dieser Klimaabzocke. Und zwar auch darüber spricht keiner. Aber ab dem 1.1.24 wird sich die CO2-Steuer auch erhöhen um 50% von 30 auf 45 Euro die Tonne, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt aber, wer mich kennt, weiß, dass ich mir das Finale natürlich zum Schluss aufhebe. Wir leben ja nicht in Deutschland, ohne dass da nicht nochmal was draufgesetzt wird. Was macht denn ein Unternehmer mit der Maut? Was macht denn der Unternehmer mit der Maut? Er berechnet sie den Kunden und darauf wird nochmal Umsatzsteuer fällig. Das heißt, der Staat schlägt auf seine erhöhten CO2-Abzocken eine Umsatzsteuer, die damit progressiv steigt und dem Menschen noch mehr Geld aus der Tasche zieht. Das ist auch nur in Deutschland möglich im Jahr 2023. Und wo wird das zuschlagen, Herr Striegel? Bei den Pendlern. Kraftstoffe werden teurer, Energie wird teurer. Das heißt, die Menschen werden dafür bluten müssen, die all das erwirtschaften, dass sie so eine irren Gesetze beschließen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich verstehe nicht, warum die Menschen in diesem Land das alles noch mit sich machen lassen, warum sie hier noch so ruhig bleiben. Das muss ich mir ganz klar so sagen.